Frankfurt, verkehrte Welt in Deutschlands Bankenmetropole. Während in den meisten Bundesländern vor dem vermutlich letzten Shopping-Samstag Panik vor dem Weihnachtslockdown herrscht, lockte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, 62, SPD, die Bürger nochmal zum Einkaufen in die Stadt. Mit der Ansage, am 12. sind wir alle Kinder. Hintergrund. Am Samstag dürfen alle Frankfurter den ÖPNV mit einem Kinderfahrschein nutzen. Das spart fast die Hälfte des Preises. Und das, obwohl am Samstag 14 Demonstrationen in Frankfurt angemeldet sind. Zwar bestätigten das Frankfurter Verwaltungsgericht am Freitag und Hessische Verwaltungsgericht am Samstag das Verbot der geplanten Querdenker-Demonstration mit zuvor 40.000 angemeldeten Teilnehmern. Dennoch droht der Stadt auch ohne Shopper ein Chaos-Wochenende. Bei den sozialen Mediendiensten Telegram und Twitter verabredeten sich bereits tausende Querdenker für einen Aufmarsch. Just to leave.